Also wenn wir irgendwann mal die Zulassung in Deutschland haben, bin ich sicher, dass wir unter den jetzigen Preisen anbieten können mit einem nachhaltigen Produkt. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Ausgabe von unserer Serie GWH im Dialog. Mein Name ist Stefan Bürger, ich bin CEO von der GWH, einem Wohnungsunternehmen mit 50.000 Einheiten, und unser Slogan heißt Räume zum Leben. Und wir haben diesen Slogan abgewandelt in Räume zum Dialog, um gemeinsam mit Gesprächspartnern in den Dialog zu treten über Themen, die Wohnungswirtschaft heute ausmachen. Es ist ein Hintergrundblick in das, was uns täglich bewegt. Es geht um Bauen, es geht um Bewirtschaften, es geht um Investieren, es geht um Nachhaltigkeit, CO2-Einsparungen, ein großer weiterer Themenraum, den wir mit Ihnen gemeinsam in dieser Serie diskutieren wollen. Und ich begrüße heute Gerhard Dust, den Geschäftsführer und den Gründer von der Polycare GmbH. Herzlich willkommen in unserem Format. Lieber Herr Bürger, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Herr Dust, wir reden über Nachhaltigkeit beim Bauen, zirkuläre Bauwirtschaft. Also im Grunde ein Blick nach vorne, der sich dahin dreht, dass wir mit Baumaterial anders umgehen müssen. Sie sind nun jemand, der ein ganz neues Baumaterial geschaffen hat und vielleicht damit auch eine Tür aufstößt in nochmal eine ganz andere Form von Umgang mit Baumaterialien. Würden Sie uns kurz berichten, was Polycare ist und was dieser Baustoff ist? Gerne. Wir haben Polycare vor 10 Jahren gegründet, ohne überhaupt über Nachhaltigkeit nachzudenken. Wir haben das gegründet nach einem Erdbeben in Haiti und hatten das Bedürfnis, etwas zu schaffen, was Menschen befähigt, mit ihren eigenen Händen, ohne schweres Baugerät, den Wiederaufbau selbst zu machen. So ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmerfrauen Deutschland wieder aufgebaut hatten, haben wir uns vorgestellt, wäre es nicht toll, wenn die Betroffenen in diesen Ländern das selber machen könnten. Dazu braucht es allerdings ja das richtige Baumaterial. Und nach so einer Katastrophe hat man jede Menge Schutt. Und die Grundidee war, diesen Bauschutt zu zermahlen und als Polymerbeton quasi wieder auferstehen zu lassen. Polymerbeton ist die Basis unseres Unternehmens. Das müssen Sie erklären. Also Sie nehmen Bauschutt oder Sand oder Reste und mischen die quasi neu zu einem Baumaterial. Bei normalen Beton ist das Bindemittel Zement und Wasser, und bei Polymerbeton ist das Bindemittel Polyesterharz. Das besteht dann zu 90, die Mischung besteht zu 90% aus Sand. Das kann zum Beispiel sogar Wüstensand sein oder gemahlenem Bauschutt. Und der wird mit diesem Polyesterharz vermischt, und das härtet innerhalb von 20 Minuten aus und ist super hart. Es ist so hart wie Granit, viermal, fünfmal härter als normaler Beton. Und daraus haben wir uns dann überlegt, wenn wir das schaffen, diesen Polymerbeton preiswert vor Ort herzustellen, dann wollen wir daraus Legosteine machen für Erwachsene. Und das war der Beginn von Polycare. Das war die Grundidee. Großartige Idee und zeigt, wie man wirklich mit ganz neuen Methoden denken kann. Denn ein deutlich stabileres Material als Beton zu erzeugen, auf der Basis von 90% Sand, ist ja naheliegend, ist ein sehr ökologischer Weg, spart viel Transport, spart lange Wege und erlaubt ja auf die Art und Weise quasi schon per Herstellung ein ganz anderes Nachhaltigkeitskonzept, richtig? Genau, das war die Grundidee war dabei, lass uns versuchen, lokales Material zu nutzen, lass uns versuchen, die Logistikketten so kurz wie möglich zu halten, aber gleichzeitig Menschen zu befähigen, damit selbst zu bauen. Unsere Steine, die sind ungefähr 50 cm lang, 30 cm hoch, die wiegen 15 Kilogramm. Das ist auch nur ein Viertel des Gewichts von normalen Baustoffen, sind aber super fest, haben Isolationsmaterial innen drin. Und so haben wir angefangen. Das war eben die Grundidee, nach Katastrophen zu helfen. Und dieses System wollten wir dann der UNO schenken, bis wir dann gemerkt haben, wir waren total naiv, weil die UNO hat uns dann gesagt, das ist nicht unser Businessmodell. Wir sind nicht zuständig für feste Gebäude. Wir haben inzwischen daraus ein Businessmodell entwickelt, weil wir natürlich auch verstehen, dass alles, was neu in die Welt reingetragen wird, muss irgendwie auch ein Geschäftsmodell haben.
Wenn man damit kein Geld verdienen kann, sondern nur immer wieder subventionieren muss, wird es nicht funktionieren. Ich glaube, Herr Dust, wir sind jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Wenn wir Nachhaltigkeit denken, dürfen wir nicht meinen, dass wir sie gegen Ökonomie oder durch Rentabilität ersetzen müssten, sondern es kann beides gehen. Man kann nachhaltig arbeiten und kann damit wirtschaftlich arbeiten. Im Gegenteil, es kann sogar noch einen wirtschaftlichen Schub geben. Also im Grunde ist ja das Produkt, was Sie haben, ein Türöffner für günstiges Bauen, für das Bauen mit einem Material, was deutlich energieärmer hergestellt werden kann, als es Beton oder andere feste Baustoffe wären und auch leichter in der Verarbeitung ist. Richtig? Genau. Also es vereint sehr, sehr viele Vorteile, aber es hat vor allen Dingen auch den Vorteil, dieser Baustoff, weil er so stabil ist, hält er ewig. Und weil wir das in Form von großen Legosteinen machen, können wir diese Legosteine auch ständig wieder neu verwenden. Das heißt, wir bauen heute zum Beispiel nach so einer Katastrophe ein Flüchtlingslager. 10 Jahre später braucht man das vielleicht in der Form gar nicht mehr. Dann baut man dieses Flüchtlingslager Stein für Stein ab und macht aus den Steinen etwas Neues. Und das ist jetzt eigentlich der Weg hin zur Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft ist ja im Gegensatz zur linearen Wirtschaft dadurch gekennzeichnet, dass man die Stoffe immer wieder verwendet oder Stoffe verwendet, die im Überfluss vorhanden sind. Heute ist es so, selbst Sand ist knapp. Bausand ist ein Material, das wir heute in so großen Mengen nutzen, dass wir es schneller verbrauchen, als es über Erosion nachwächst. Es gibt eine Sandmafia. Jetzt stellt sich ja die Frage, wenn wir so ein Produkt haben und wenn wir es in Deutschland platzieren wollen, wie kriegen wir das denn über unsere Genehmigungshürden? GWH sucht regelmäßig nach neuen Baustoffen und wir versuchen natürlich laufend bei all dem, was wir erstellen, das sind pro Jahr 500 bis 600 Wohneinheiten, die in unserem Bauprogramm sind, mit neuen Materialien, mit neuen Versorgungs- oder Dämmstoffen zu hantieren. Natürlich sind wir so auch auf Herrn Dust gestoßen und Polycare. Und ganz schnell merkt man, dass solche Innovationen in Deutschland eher auch schwer in die Zulassung, in das deutsche DIN- und Rechtssystem zu überführen ist, um damit wirklich nachher mal ein Reihenhaus beispielsweise zu erstellen. Was für Erfahrungen haben Sie denn diesbezüglich gemacht hier in Deutschland? Wir haben unseren Baustoff entwickelt im Jahr 2010 bis 2012. Dann waren wir sicher, es funktioniert technisch. Und dann sind wir 2013 in die Beantragung gegangen, dieses Baustoffes beim Deutschen Institut für Bautechnik. Da müssen Sie Tausende von Tests machen, Langzeittests und so weiter. Diese Tests dauern seit nunmehr fast 8 Jahre. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Monaten die Zulassung haben für Deutschland. Aber es dauert 8 Jahre. Das war übrigens früher mit Impfstoffen genauso. Es scheint, es gibt auch eine Möglichkeit, dass es irgendwann mal schneller geht. Würden Sie sagen, es fehlt an Sensibilität, um diese neuen Baustoffe, die uns in einer Baukreislaufwirtschaft ja voranbringen zu können, auch ernsthaft zu befördern? Nun, es gibt Widerstand aus den etablierten Industrien. Das ist ja auch verständlich. Die etablierten Industrien haben sehr viel investiert in Zementfabriken, in große Werke und die finden das nicht toll, wenn man plötzlich aus anderen Stoffen etwas Besseres macht, als was es auf dem Markt gibt. Also wird das alles ein bisschen verzögert. Also halten wir fest, wir haben einen Baustoff, den man im Rohbau verwenden könnte. Man kann damit Außenwände bauen, Innenwände bauen, also ähnlich eines Ziegelsteins oder eines normalen Gasbetonsteins. Dieser Stein besteht aber zu 90% schlicht aus Sand oder Staub oder also günstigstem Material, wird gebunden durch das Polymerharz. Aber wir schaffen es nicht, diesen Baustoff in Deutschland in eine Rechtsform zu führen, dass wir jetzt als GWH daraus ein Reihenhaus bauen können. Es dauert sehr lange. Es dauert sehr lange. Es wird kommen. Also ich biete Ihnen gerne nächstes Jahr Reihenhäuser mit diesem Material auch an. Dann hoffen wir, dass das funktioniert.
Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz etwas zusätzlich erwähnen zu diesem Baustoff? Das ist ja eben auch Grundgedanke der Kreislaufwirtschaft, dass man Materialien nutzt, die im Überfluss vorhanden sind oder die recycelt werden. Das Polyesterharz, was wir nutzen, besteht zum großen Teil aus recycelten PET-Flaschen. Auch dort sind wir in der Forschung daran, dass wir am Ende eigentlich Plastikflaschen schreddern, daraus Polyesterharz machen und mit diesem Gemisch dann die Steine herstellen. Lassen Sie uns über Kosten reden. Man redet ja häufig, wenn es um Nachhaltigkeit geht, um große Investitionsbedarfe. Stimmt das, dass man, wenn man ein Material wie Ihres verwendet, automatisch in eine ganz andere Kostenwelt vorstößt? Oder sind Ihre Produkte konkurrenzfähig mit klassischem Beton oder einem Ziegelstein? Das war am Anfang war es so, dass wir waren zu teuer. Das hat uns viel Forschungszeit gekostet. Aber inzwischen sind wir absolut wettbewerbsfähig. Wir bauen ja mit diesen Stoffen bereits in Südafrika und in Namibia und sind dort wettbewerbsfähig auf einem Markt, der ein deutlich niedrigeres Preisniveau hat als hier. Also wenn wir irgendwann mal die Zulassung in Deutschland haben, bin ich sicher, dass wir unter den jetzigen Preisen anbieten können, mit einem nachhaltigen Produkt. Heißt das, wir können davon ausgehen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sich in dem Falle ausgleichen? Ja. Wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass es so einen Baustoff gibt, der ja zudem ohne irgendwelche Vorkenntnisse sehr einfach zu verarbeiten ist. Sie sprachen davon, es sind Legosteine, die werden nach Bauplänen quasi zusammengesetzt. Man kann sich das, glaube ich, auch genauso vorstellen, wie man sich so einen Lego-Hausbau vorstellt. Dann ist ja noch eine zusätzliche Möglichkeit da, nämlich die, dass man sehr viel Eigenleistungen stattfinden lassen kann. Das erleben wir immer wieder bei den Baukosten, die derzeit in Deutschland anstehen, dass viele nicht in der Lage sind, trotz einem vorhandenen Eigenkapital, sich ein rein Einfamilienhaus beispielsweise leisten zu können. Das könnte ja in Ihrem Falle durch Eigenleistung ein Stück weit auch befördert werden. Ja, also die sogenannte Muskelhypothek kann wieder zum Tragen kommen. Neben den vielen Vorteilen, und es hört sich ja fast so an, als würde man eine Werbesendung machen für Polycare, ist aber doch eine große Frage, was mache ich denn mit diesem mit Kunststoff versetzten, ich sage es jetzt mal sehr simpel, Sandstein, wenn irgendwann die Lebensdauer vorbei ist? Habe ich dann ein großes Sondermüllproblem? Also ist das vielleicht ein großer Anfangshype, der da ist bei der Erstellung und bei den Kosten und bei dann auch dem Verbau mit Eigenleistungen? Und kommt das dicke Ende dann zum Schluss bei der Entsorgung? Nein, Polymerbeton hat den großen Vorteil, wenn der einmal abgebunden ist, also das ist ein chemischer Prozess, das bilden sich so lange Valenzketten, darin wird der Sand wirklich gefangen. Wenn der einmal abgebunden ist, nimmt er nichts mehr auf und gibt nichts mehr an die Umwelt ab. Das heißt, dieser Stein ist erstmal umweltneutral, so wie er dort steht. Wenn er dann durch äußere Einflüsse kaputt gemacht wurde, also wenn da ein Auto reingefahren ist und der Stein ist kaputt, dann könnte man ihn trotzdem noch zermahlen zu kleineren Steinen und wieder neue Steine daraus machen. Aber die Grundidee ist, da er ja so hart ist und so widerstandsfähig, sie nutzen ihn immer wieder. Sie bauen mit dem Haus und wenn sie das Haus nicht mehr brauchen, bauen sie es ab. Und das ist auch unsere Idee für die Zukunft, dass wir ganz neue Businessmodelle anbieten können, nämlich nicht mehr wir verkaufen dir Steine oder wir verkaufen dir ein Haus, sondern wir verkaufen dir die Nutzung. Du nimmst das Haus oder du baust eine Garage mit uns und wenn du die Garage nicht mehr brauchst, rufst du uns an und sagst, ich brauche sie nicht mehr, hol sie ab. Und wir holen sie ab und machen aus den Steinen was anderes. Also man sieht, dass Wohnungswirtschaft oder Immobilienwirtschaft insgesamt große Schritte nach vorne macht, nicht nur auf Forschung und Entwicklung, sondern auch in den Geschäftsmodellen. Das Thema im Grunde Leasen einer Garage, was ja so ein bisschen ihrer Geschäftsidee entspricht, zeigt, dass wir durch diese Optionen zukünftig auch ganz neue Wertschöpfungsketten öffnen können und beweist uns, und das ist auch unser Geschäftsmodell bei der GWH, dass wir Nachhaltigkeit als Effizienzturbo verstehen, auch als Rentabilitätsturbo. Nachhaltig, wirtschaftlicher werden, als man es ist und damit gleichzeitig auch Umwelt
aber auch unsere Kundschaft mit weiter nach vorne bringen können. Zum Schluss, Herr Dust, was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie jetzt so die nächsten 12 Monate vor sich sehen? Was soll in den 12 Monaten passiert sein? Das erste Polycare-Hochhaus? Das wäre zu schnell. Also wir wünschen uns, dass wir endlich die Zulassung in gedruckter Form auf dem Tisch haben und nicht immer nur die Zusage, sie kommt bald. Wir wünschen uns dann erste Bauprojekte in Deutschland, wie zum Beispiel kleine Supermärkte im ländlichen Raum, vielleicht Tiny Houses. Dann entwickeln wir stufenweise weiter. Danke, dass Sie da waren. Wir werden als GWH weiterhin mit Polycare die Optionen und die Chancen, die sich eröffnen mit diesem spannenden Produkt, begleiten. Und das Thema Tiny Houses ist auch eines, was wieder ganz aktuell uns auch helfen kann, aus Wohnungsnöten in sehr verdichteten urbanen Räumen mit Lösungen zu antworten. Ich bin gespannt auf das, was Sie erleben, freue mich, dass Sie da waren und lege Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ans Herz, unseren YouTube-Kanal zu buchen. Unten ist der Link, abonnieren Sie ihn, dann sind Sie auf dem Laufenden und sehen, wie Wohnungswirtschaft, so wie es GWH treibt, sich weiterentwickelt. Nehmen vielleicht manche gute Idee mit. Danke fürs Zuschauen und guten Tag noch. Vielen Dank.